Die Luftmaschenkette, die wir jetzt häkeln, muss teilbar durch 6 sein. Hier ist es ganz wichtig, dass ihr eure eigenen Messungen macht, weil das Kleid nicht rutschen darf. Es muss sehr, sehr gut sitzen. Ich starte hier mit 162 Luftmaschen und diese Luftmaschenkette schließe ich jetzt zu einem Kreis, indem ich ganz vorsichtig zu meiner Anfangsluftmasche gehe. Ich achte darauf, dass ich meine Maschen nicht verdrehen. Und gehe vorsichtig zur ersten Luftmasche. Ich steche mit meiner Nadel in die erste Luftmasche ein und hole mir jetzt den Faden durch beide Schlingen, die ich auf der Nadel habe. Und somit kann ich jetzt in Runden weiterarbeiten. Zwei Luftmaschen, eine, zwei. Und in der ersten Luftmasche häkel ich eine feste Masche. In der nächsten Luftmasche eine feste Masche. In der nächsten Luftmasche eine feste Masche. Und das wiederhole ich jetzt bis zum Ende der Runde. In jede Masche eine feste Masche häkeln. Bis zum Ende der Runde wiederholen. Ich bin am Ende der Runde angekommen, habe alle feste Maschen gehäkelt und beende die Runde jetzt mit einer Kettmasche, indem ich in die erste Masche einsteche und hier die Kettmasche häkel. Die Runde ist fertig. Eine Luftmasche und in der ersten Masche, in der ich die Kettmasche gehäkelt habe, eine feste Masche. Und ich starte mit dem Musterrapport. Eine Luftmasche. Ich überspringe die nächste Masche und in der übernächsten Masche häkel ich drei ganze Stäbchen. Eine Masche bleibt leer, in der nächsten drei ganze Stäbchen. Eins. Zwei. Drei. Eine Luftmasche. Ich überspringe die nächste Masche, in der übernächsten Masche eine feste Masche. Drei Luftmaschen, eine, zwei, drei. Ich überspringe die nächste Masche und in der übernächsten häkel ich eine feste Masche. Und das ist unser Musterrapport. Nochmal. Eine Luftmasche. Ich überspringe die nächste Masche, in der übernächsten drei ganze Stäbchen. Eins, zwei und das dritte. Eine Luftmasche, ich überspringe die nächste Masche, in der übernächsten eine feste Masche. Drei Luftmaschen, eine, zwei, drei. Ich überspringe die nächste Masche, in der übernächsten eine feste Masche. Unser Musterrapport ist fertig. Machen wir das noch einmal. Eine Luftmasche, die nächste Masche überspringen, in der übernächsten drei ganze Stäbchen. Eins. Zwei, drei. Eine Luftmasche, die nächste Masche überspringen, in der übernächsten eine feste Masche. Drei Luftmaschen, eine, zwei, drei. Die nächste Masche überspringen, in der übernächsten eine feste Masche. Und das wiederholen wir jetzt bis zum Ende der Runde. Ich bin am Ende der Runde angekommen. Hier sind die drei ganzen Stäbchen in derselben Masche. Eine Luftmasche, eine Masche habe ich ausgelassen und in der nächsten die feste Masche gehäkelt. Nun würden wir mustergerecht drei Luftmaschen häkeln, aber wir beenden die Runde wie folgt. Eine Luftmasche und in der ersten Masche häkel ich ein halbes Stäbchen. Ich mache den Umschlag, ich steche in die erste Masche ein.
Das ist die feste Masche, mit der ich die Runde gestartet habe. Und häkel hier ein halbes Stäbchen. Und die Runde ist fertig. Eine Luftmasche und in der Lücke unter dem halben Stäbchen eine feste Masche. Wir starten die nächste Runde. Zwei Luftmaschen, eine, zwei. Ich überspringe die Lücke und gehe zu den drei ganzen Stäbchen. In der Masche des ersten Stäbchens ein ganzes Stäbchen. Zwei Luftmaschen, eine, zwei. In der nächsten Masche ein ganzes Stäbchen. Zwei Luftmaschen, eine, zwei. In der nächsten Masche ein ganzes Stäbchen. Ich habe jetzt drei ganze Stäbchen gehäkelt und diese drei ganze Stäbchen werden getrennt von jeweils zwei Luftmaschen. Zwei Luftmaschen, eine, zwei. Ich überspringe die nächste Lücke und in der mittleren großen Lücke häkel ich jetzt eine feste Masche. Und das ist unser Musterrapport. Nochmal. Zwei Luftmaschen, eine, zwei. Und ich gehe zu den drei ganzen Stäbchen. In der Masche des ersten Stäbchens ein ganzes Stäbchen. Zwei Luftmaschen, eine, zwei. In der nächsten Masche ein ganzes Stäbchen. Zwei Luftmaschen, eine, zwei. In der nächsten Masche ein ganzes Stäbchen. Ich habe wieder drei ganze Stäbchen gehäkelt und zwischen den Stäbchen zwei Luftmaschen. Zwei Luftmaschen, eine, zwei. Ich überspringe die kleine Lücke und gehe zur mittleren großen Lücke. Hier häkel ich eine feste Masche. Zwei Luftmaschen. Und das wiederholen wir jetzt bis zum Ende der Runde. Ich bin am Ende der Runde angekommen. Hier sind die drei ganzen Stäbchen. Ich habe zwei Luftmaschen gehäkelt und beende die Runde mit einer Kettmasche. Ich steche in die erste Masche ein. Das ist die feste Masche, mit der ich diese Runde gestartet habe. Ich steche in diese Masche ein und häkel eine Kettmasche. Und die Runde ist fertig. In der nächsten Masche eine Kettmasche. In der nächsten Masche eine Kettmasche. Und in der Masche des Stäbchens eine Kettmasche. Und hier starte ich jetzt die nächste Runde. Zwei Luftmaschen, eine, zwei. Und in derselben Masche ein ganzes Stäbchen. In dieser Runde häkeln wir zwei Stäbchen zusammen, so wie wir es auch beim Kleid gemacht haben. Drei Luftmaschen, eine, zwei, drei. Und ich gehe zum nächsten Stäbchen. In der Masche dieses Stäbchens zwei ganze Stäbchen zusammenhäkeln. Ich mache den Umschlag, ich steche in die Masche ein und hole den Faden nach vorne. Ich hole den Faden durch zwei Schlingen und behalte zwei Schlingen auf der Nadel. Umschlag in dieselbe Masche einstechen, Faden nach vorne holen, den Faden durch zwei Schlingen ziehen, drei Schlingen sind auf der Nadel, den Faden durch diese drei Schlingen ziehen. Drei Luftmaschen, eine, zwei, drei. Und ich gehe zum nächsten Stäbchen. Auch hier zwei ganze Stäbchen zusammenhäkeln. Ohne Luftmasche gehe ich zu den nächsten drei ganzen Stäbchen. Ich überspringe die Lücke, ich überspringe die feste Masche und ich überspringe die nächste Lücke. Ich gehe zum Stäbchen. Auch hier häkel ich jetzt zwei ganze Stäbchen zusammen. Drei Luftmaschen, eine, zwei, drei. Ich gehe zum nächsten Stäbchen, auch hier zwei ganze Stäbchen zusammenhäkeln. Drei Luftmaschen, eine, zwei, drei. Und ich gehe zum nächsten Stäbchen, auch hier zwei ganze Stäbchen zusammenhäkeln.
Machen wir das noch einmal. Ohne Luftmasche gehe ich zu den nächsten drei ganzen Stäbchen. Ich überspringe die Lücken und die feste Masche und gehe zu den Stäbchen. In der Masche des ersten Stäbchens zwei ganze Stäbchen zusammenhäkeln. Drei Luftmaschen. Eine, zwei, drei. Ich gehe zum nächsten Stäbchen, auch hier zwei ganze Stäbchen zusammenhäkeln. Drei Luftmaschen. Eine, zwei, drei. Und ich gehe zum nächsten Stäbchen. Auch hier zwei ganze Stäbchen zusammenhäkeln. Und das wiederholen wir jetzt bis zum Ende der Runde. Ich bin am Ende der Runde angekommen, habe die letzten zwei Stäbchen zusammengehäkelt und beende die Runde jetzt mit einer Kettmasche. Ohne Luftmasche gehe ich zu den ersten zwei Stäbchen. Mit diesen hatte ich die Runde gestartet. Das waren die zwei Luftmaschen und das ganze Stäbchen in derselben Masche. Ich steche in die Masche über den Stäbchen ein und häkel hier eine Kettmasche. Und die Runde ist fertig. Eine Luftmasche und in der Lücke eine feste Masche. Wir starten jetzt wieder mit der ersten Runde. Aber wir haben hier einen kleinen Unterschied. Zwei Luftmaschen, eine, zwei. Und ich gehe hier zu den Stäbchen. In der Masche über den Stäbchen häkel ich drei ganze Stäbchen. Ich steche in die Masche ein und häkel das erste, das zweite, und das dritte ganze Stäbchen in derselben Masche. Zwei Luftmaschen, eine, zwei. Ich steche in die nächste Lücke ein und häkel hier eine feste Masche. Vier Luftmaschen, eine, zwei, drei, vier. Ich überspringe die Stäbchen, die Lücke und die Stäbchen und steche in die nächste Lücke ein und häkel hier eine feste Masche. Zwei Luftmaschen, eine, zwei. Und ich gehe zu den nächsten Stäbchen. Hier häkel ich jetzt vier ganze Stäbchen in der Masche über den Stäbchen. Ich steche in die Masche ein, häkel das erste, das zweite, das dritte und das vierte ganze Stäbchen in derselben Masche. Zwei Luftmaschen, eine, zwei. In der Lücke eine feste Masche. Vier Luftmaschen, eine, zwei, drei, vier. Ich überspringe die Stäbchen und in der Lücke eine feste Masche. In dieser Runde häkeln wir jetzt einmal drei ganze Stäbchen und einmal vier ganze Stäbchen. Machen wir das Ganze noch einmal zusammen. Zwei Luftmaschen. Eine, zwei. In der Masche über den Stäbchen drei ganze Stäbchen. Eins. Zwei. Drei. Zwei Luftmaschen, eine, zwei. In der Lücke eine feste Masche. Vier Luftmaschen, eine, zwei, drei, vier. Ich überspringe die Stäbchen und in der Lücke eine feste Masche. Zwei Luftmaschen, eine, zwei. Jetzt in der Lücke über den Stäbchen vier ganze Stäbchen. Das erste, das zweite, das dritte und das vierte. Zwei Luftmaschen, eine, zwei. In der Lücke eine feste Masche. Vier Luftmaschen, eine, zwei,
3, 4. Ich überspringe die Stäbchen und in der Lücke eine feste Masche. Wir häkeln abwechselnd einmal 3 ganze Stäbchen, einmal 4 ganze Stäbchen. Das wiederholen wir bis zum Ende der Runde. Ich bin am Ende der Runde angekommen und die Runde endet bei mir nicht mit 4 ganzen Stäbchen, sondern mit 3 ganzen Stäbchen. Und zwar so, wie ich gestartet bin. Aber das macht nichts. Ich behalte diese 3 ganzen Stäbchen. Denn das ist die Luftmaschenzahl, die ich brauche für meine Größe. So, ich habe jetzt hier die 3 ganzen Stäbchen in derselben Masche gehäkelt, 2 Luftmaschen, eine feste Masche in der Lücke und ich beende die Runde mit einer Luftmasche und einem halben Stäbchen in der Masche, der festen Masche, mit der ich diese Runde gestartet habe. Ich steche in die Masche ein und häkel ein halbes Stäbchen und die Runde ist fertig. So, starten wir die zweite Runde. Eine Luftmasche. Und ich häkel eine feste Masche in der Lücke, die unter meiner Luftmasche ist. Die zweite Runde arbeiten wir jetzt ganz normal. 2 Luftmaschen, 1, 2. Und ich gehe zu den 3 ganzen Stäbchen. In der Masche des ersten Stäbchens ein ganzes Stäbchen. 2 Luftmaschen, 1, 2. In der nächsten Masche ein ganzes Stäbchen. 2 Luftmaschen, 1, 2. In der nächsten Masche ein ganzes Stäbchen. 2 Luftmaschen, 1, 2. Ich überspringe die kleine Lücke und in der mittleren großen Lücke eine feste Masche. Und wieder 2 Luftmaschen. Nun gehe ich zu den 4 ganzen Stäbchen. In der Masche des ersten Stäbchens ein ganzes Stäbchen. 2 Luftmaschen. In der nächsten Masche ein ganzes Stäbchen, 2 Luftmaschen, in der nächsten Masche ein ganzes Stäbchen, 2 Luftmaschen und auch in der nächsten Masche ein ganzes Stäbchen, 2 Luftmaschen. Ich überspringe die kleine Lücke und in der mittleren Lücke eine feste Masche. Wir häkeln ganz normal die zweite Musterrunde, so wie wir es bis jetzt auch gemacht haben. Wenn wir am Ende der Runde angekommen sind, beenden wir die Runde mit der Kettmasche. Dann folgen in jeder Masche eine Kettmasche, bis wir hier das erste Stäbchen erreicht haben. Und dann starten wir die dritte Runde mit den 2 Stäbchen, die wir zusammen häkeln. Ich werde jetzt diese 2 Runden erstmal fertig häkeln und dann sehen wir, wie es weitergeht. Ich bin am Ende der dritten Runde angekommen, habe die 2 ganzen Stäbchen zusammen gehäkelt und beende die Runde jetzt mit einer Kettmasche. Ohne Luftmasche gehe ich in die Masche über den 2 Stäbchen, mit denen ich diese Runde gestartet habe. Ich steche in die Masche ein und häkel hier eine Kettmasche. Mein Musterrapport ist fertig. Ich starte jetzt den nächsten Rapport und in der ersten Runde haben wir wieder einen kleinen Unterschied. Eine Luftmasche, in der Lücke eine feste Masche. 2 Luftmaschen, 1, 2. In der Masche über den 2 Stäbchen häkel ich jetzt 4 ganze Stäbchen. Ich steche in die Masche ein und häkel das erste Stäbchen, das zweite, das dritte und das vierte ganze Stäbchen. 2 Luftmaschen, 1, 2. In der Lücke eine feste Masche. 4 Luftmaschen, 1, 2, 3, 4. Ich überspringe die Stäbchen, die Lücke und die nächsten Stäbchen und in der Lücke eine feste Masche. So, mein Musterrapport ist fertig. Ich habe diese 4 ganzen Stäbchen in der gleichen Höhe gehäkelt wie hier die 3 und die 3 hier am Anfang. Jetzt mache ich Folgendes. 2 Luftmaschen, 1, 2. Nun
arbeite ich die vier ganzen Stäbchen nicht in der Masche über den Stäbchen, sondern in der Lücke. In dieser Lücke vier ganze Stäbchen. Eins, zwei, drei, vier. Zwei Luftmaschen, eine, zwei. In der Lücke eine feste Masche, vier Luftmaschen, eine, zwei, drei, vier. Ich überspringe die Stäbchen und in der Lücke eine feste Masche. Der Musterrapport ist fertig. Hier habe ich die vier ganzen Stäbchen in der Lücke gehäkelt und die sind gleich wieder in der gleichen Höhe wie die vier Stäbchen hier und die drei am Anfang. Das heißt, da wo wir die drei ganzen Stäbchen beim letzten Musterrapport gehäkelt haben, haben wir über den Stäbchen ein Stäbchen hier, dann die zwei, die wir zusammen gehäkelt haben. Diese zwei, die wir zusammen gehäkelt haben, sind genau über den drei Stäbchen. Und in der Masche dieser zwei Stäbchen arbeiten wir die vier ganzen Stäbchen. Dort, wo wir die vier ganzen Stäbchen gehäkelt haben, haben wir über diesen Stäbchen die Lücken. Und in der Lücke arbeiten wir die vier ganzen Stäbchen, so dass das Ganze immer in der gleichen Höhe, auf der gleichen Linie ist wie die ganzen Stäbchen. Machen wir das nochmal zusammen. Zwei Luftmaschen, eine, zwei. Hier haben wir die drei ganzen Stäbchen und über diesen Stäbchen sind die zwei, die wir zusammengearbeitet haben. In der Masche dieser Stäbchen häkel ich vier ganze Stäbchen. Eins, zwei, drei, vier. Zwei Luftmaschen, eine, zwei. In der Lücke eine feste Masche, vier Luftmaschen, eine, zwei, drei, vier. Ich überspringe die Stäbchen und in der Lücke eine feste Masche. Unser Musterrapport ist fertig. Die Stäbchen sind alle in einer Höhe. Jetzt zwei Luftmaschen, eine, zwei. Hier überspringe ich die Stäbchen und gehe direkt in die Lücke. Diese Lücke befindet sich über diesen vier ganzen Stäbchen. Ist alles in einer Höhe. In dieser Lücke häkel ich jetzt vier ganze Stäbchen. Eins, zwei, drei, vier. Zwei Luftmaschen, eine, zwei. In der Lücke eine feste Masche, vier Luftmaschen, eine, zwei, drei, vier. Ich überspringe die Stäbchen und in der Lücke eine feste Masche. So, und das sieht dann so aus. Wir haben einmal hier die Stäbchen, abwechselnd immer einmal in der Masche über den zwei ganzen Stäbchen und einmal in der Lücke. Jetzt wieder. In der Masche über den Stäbchen werden wir die vier ganzen Stäbchen haben, dann in der Lücke die vier ganzen Stäbchen. Das wiederholen wir bis zum Ende der Runde. Dann häkeln wir ganz normal die zweite und dritte Runde und dann schauen wir, wie es weitergeht. Unser Projekt wächst und so sieht es bis jetzt aus. Ich habe jetzt hier zweimal das gleiche gehäkelt, weil ich für mein Kleid die hellere Farbtöne verwenden werde als Kammenausschnitt. Dafür habe ich jetzt hier ein zweites Knäuel genommen. Die blaue Farbe ist immer noch vom ersten Knäuel. Das heißt, wenn ihr das in dieser dunklen Farbe haben möchtet, dann reicht eigentlich ein Knäuel für eine Größe S vollkommen aus. Da ich aber die gleichen Farbtöne haben möchte, brauche ich ein zweites Knäuel. Und jetzt arbeiten wir weiter mit dem hellen. Ich starte wieder mit dem kompletten Mustersatz. Hier habe ich die dritte Runde gehäkelt und mit einer Kettmasche beendet. Und nun starte ich wieder mit der ersten Musterrunde. Eine Luftmasche und in der Lücke eine feste Masche häkeln. Zwei Luftmaschen, eine, zwei. In der nächsten Lücke fünf ganze Stäbchen.
1, 2, 3, 4, 5. Zwei Luftmaschen, eine, zwei. In der nächsten Lücke eine feste Masche. Vier Luftmaschen, eine, zwei, drei, vier. Ich überspringe die Stäbchen, die Lücke und die Stäbchen und in der nächsten Lücke eine feste Masche. Zwei Luftmaschen. In der nächsten Lücke fünf ganze Stäbchen. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Zwei Luftmaschen, eine, zwei. In der nächsten Lücke eine feste Masche. Vier Luftmaschen, eine, zwei, drei, vier. Ich überspringe die Stäbchen und gehe zur Lücke. In der Lücke eine feste Masche. Machen wir das noch einmal zusammen. Zwei Luftmaschen, eine, zwei. In der nächsten Lücke fünf ganze Stäbchen. Das erste, das zweite, dritte, vierte und das fünfte ganze Stäbchen. Zwei Luftmaschen, eine, zwei. In der nächsten Lücke eine feste Masche. Vier Luftmaschen, eine, zwei, drei, vier. Ich überspringe die Stäbchen und in der nächsten Lücke eine feste Masche. Und das ist jetzt der Musterrapport der ersten Runde. Nun wieder zwei Luftmaschen. In der Lücke fünf ganze Stäbchen. Zwei Luftmaschen, in der Lücke eine feste Masche. Vier Luftmaschen, in der Lücke eine feste Masche. Wir beenden diese Runde und häkeln dann die zweite und die dritte Runde, so wie wir es bis jetzt gemacht haben. Die drei Musterrunden sind fertig. Ich habe die dritte Runde mit einer Kettmasche beendet. Und jetzt starte ich die drei Runden noch ein letztes Mal und dann sind die Rüschen fertig. Wir starten jetzt die erste Runde zusammen. Die zweite häkel ich außerhalb der Kamera. Und die dritte starten wir wieder zusammen, weil wir da kleine Picots häkeln werden. So, jetzt häkel ich erstmal eine Kettmasche in der nächsten Masche. Eine Luftmasche und ich starte die Runde mit einer festen Masche in der Lücke. Drei Luftmaschen, eine, zwei, drei. Ich überspringe die Stäbchen und die Lücke und gehe zum nächsten Stäbchen. In der Masche über diesen zwei Stäbchen fünf ganze Stäbchen. Ich überspringe die ersten zwei Stäbchen, ich überspringe die Lücke und gehe zu den nächsten Stäbchen. In der Masche fünf ganze Stäbchen. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Drei Luftmaschen. Eine, zwei, drei. Ich überspringe die Lücke und in der nächsten Lücke eine feste Masche. Jetzt fünf Luftmaschen. Eine, zwei, drei, vier, fünf. Ich überspringe die Stäbchen, die Lücke und die nächsten Stäbchen und in der nächsten Lücke eine feste Masche. Und nochmal. Drei Luftmaschen. Eine, zwei, drei. Ich überspringe die Stäbchen und die Lücke und gehe zu den nächsten Stäbchen. In der Masche über den Stäbchen fünf ganze Stäbchen. Eins, zwei, drei,
4, 5. 3 Luftmaschen. 1, 2, 3. Ich überspringe die nächste Lücke und in der übernächsten Lücke eine feste Masche. 5 Luftmaschen. 1, 2, 3, 4, 5. Ich überspringe die Stäbchen und gehe zur Lücke. In der Lücke eine feste Masche. Und das wiederholen wir jetzt bis zum Ende der Runde. Nun wieder 3 Luftmaschen, Stäbchen und Lücke überspringen. Bei den nächsten Stäbchen in der Masche 5 ganze Stäbchen. 3 Luftmaschen, die Lücke überspringen. In der nächsten Lücke eine feste Masche. 5 Luftmaschen, die Stäbchen überspringen. Eine feste Masche in der nächsten Lücke. Wir beenden jetzt diese Reihe. Ich häkel noch die zweite Runde. Entschuldigung, ich häkel noch die zweite Runde und dann sehen wir, wie es weitergeht. Die zwei Runden sind fertig gehäkelt und jetzt häkel ich die dritte Runde und das wird die letzte Runde sein. Und in dieser Runde häkeln wir Picots, so dass wir einen schönen Abschluss haben. Hier habe ich die zweite Runde mit einer Kettmasche beendet. Dann habe ich Kettmasche gehäkelt, bis ich das erste Stäbchen erreicht habe. Und nun starte ich ganz normal die dritte Runde mit 2 Luftmaschen, 1, 2 und ein ganzes Stäbchen in derselben Masche. Jetzt häkel ich nicht 3 Luftmaschen, sondern 4. 1, 2, 3, 4. Nun gehe ich zurück zur ersten Luftmasche. Ich steche in diese erste Luftmasche ein und häkel hier eine feste Masche. Und das Picot ist fertig. Jetzt gehe ich zum nächsten Stäbchen. Auch hier 2 Stäbchen zusammen häkeln. So wie wir es immer in der dritten Musterrunde gehäkelt haben. Wieder 4 Luftmaschen. 1, 2, 3, 4. Ich steche in die erste Luftmasche ein und häkel hier eine feste Masche. Ich gehe zum nächsten Stäbchen. Auch hier 2 Stäbchen zusammen häkeln. Vier Luftmaschen. 1, 2, 3, 4. Ich steche in die erste Luftmasche ein und häkel eine feste Masche. Nun gehe ich zum nächsten Stäbchen. 2 Stäbchen zusammen häkeln. 4 Luftmaschen. 1, 2, 3, 4. Ich steche wieder in die erste Luftmasche ein und häkel eine feste Masche. Nun gehe ich zum nächsten Stäbchen. 2 ganze Stäbchen zusammen häkeln. 4. Jetzt häkel ich keine Luftmaschen, sondern arbeite mustergerecht weiter. Ich überspringe die Lücke, die feste Masche und die Lücke und gehe zu den nächsten Stäbchen. In der Masche des ersten Stäbchens häkel ich 2 Stäbchen zusammen. Und jetzt wieder 4 Luftmaschen. 1, 2, 3, 4. Ich steche in die erste Luftmasche ein und häkel ein Picot. Nun gehe ich zum nächsten Stäbchen, auch hier 2 ganze Stäbchen zusammen häkeln. 4 Luftmaschen, 1, 2, 3, 4. Ich gehe zurück zur ersten Luftmasche und häkel hier eine feste Masche. Und das wiederholen wir jetzt bis zum Ende der Runde. Ich gehe zum nächsten Stäbchen, 2 Stäbchen zusammenhäkeln, 4 Luftmaschen, ein Picot. Dann hier beim nächsten genauso, 2 Stäbchen zusammenhäkeln, 4 Luftmaschen, ein Picot. Zum nächsten Stäbchen, 2 Stäbchen zusammenhäkeln, 4 Luftmaschen, ein Picot. Die Lücke bleibt leer, die feste Masche überspringen wir, die Lücke bleibt leer und wir gehen zum nächsten Stäbchen. Wir wiederholen das Ganze bis zum Ende der Runde. Die Rüschen sind fertig gehäkelt und jetzt möchte ich diese mit festen Maschen an das Bündchen befestigen. Hier ist mein Bündchen
und hier die Rüschen. So, das, was ich jetzt machen werde, ich nehme mir erstmal den Faden und werde feste Maschen häkeln. Ich steche mit der Nadel zwischen zwei festen Maschen. Das ist die Runde, mit der ich die Rüschen gestartet habe. Hier sind die festen Maschen, ich gehe darunter, steche in die Masche ein und das gleiche mache ich jetzt hier mit dem Bündchen. Ich steche in die Masche des Bündchens ein und hole mit dem Faden jetzt durch beide Maschen. Eine Luftmasche und nun starte ich mit festen Maschen. In derselben Masche eine feste Masche. Ich bin in der Masche des Kleides und des Volants und häkel jetzt eine feste Masche. Nun gehe ich zur nächsten Masche. Auch hier, ich steche in die Masche des Volants und in die Masche des Bündchens ein und häkel eine feste Masche. Ich gehe zur nächsten Masche und häkel in die Masche des Volants und des Bündchens. Und das mache ich jetzt einmal ganz rundherum. Ich häkel feste Maschen, bis das Volant komplett am Bündchen ist. Ich häkel das jetzt erstmal fertig und dann schauen wir, wie das Ganze dann aussieht. Die Rüschen sind angebracht, das Kleid ist fertig und ich muss sagen, es gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Ich hoffe, ihr mögt es auch. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Bitte nicht vergessen, unterstützt den Kanal mit einem kostenlosen Abo. Es werden noch viele weitere schöne Muster folgen. Ich freue mich über ein Like, einen netten Kommentar, wenn es euch gefallen hat. Und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.